Hallihallo, hallihallo. Und? Very good. Nochmal. Very good. Ah, ich könnte mich... Ah, ich könnte das jetzt... Ich glaube, ich mache ein Video nur so. Very good. mir gefällt das. Okay, ne, ernsthaft wieder. Wir sind hier, glaube ich, schon bald durch. Ich habe jetzt meinen Videomitschnitt aktuell mal kontrolliert und dabei ist mir aufgefallen, dass ich mich an einer Stelle ablenken lassen habe von einem Ereignis, während da ein anderes Ereignis ausgelöst wurde, indirekt. Das heißt, wir werden in diesem Video, wenn es denn ein Geheimnis ist, ich spiele ja blind, also ich erwarte eigentlich, dass es ein Geheimnis ist. Muss nicht unbedingt so sein. Wenn ihr jetzt verwirrt seid, dann verstehe ich euch vollkommen. ich bin es auch, denn hier ist was. Oh, komm hier weg. Nicht da hinten in den Abgrund. Du bist zwar ein Geist, aber... nix. Schade. Das heißt, wir werden uns wieder zuerst zurück auf den alten Weg begeben. Ich frage mich... Er hat doch irgendwo ein Leuchten gehabt. Da muss ja irgendein Weg runter sein. Nee, nicht dieses Leuchten. Ich werde ganz kurz zurückgehen, denn zusätzlich zu diesem möglichen Geheimnis, das nicht unbedingt eins sein muss, ist mir natürlich bewusst jetzt geworden, endlich, dank dessen, dass ich die alten Videos gesehen habe, dass ich einen Schlüssel aufgenommen habe. Irgendwie, wenn man spielt, gewisse Ereignisse bekommt man gar nicht selber mit, weil man sich so mitreißen lässt. Und Atmosphäre und dann die Videoaufnahme und ähnliches. Da merkt man manchmal gar nicht, was man hier auslässt. Zum Beispiel hier. Ist mir aufgefallen. Erst im Nachhinein. Hier war ja der liebe kleine Sif. Ich nehme es jetzt mal an, es ist der Sif von der Geschichte her und vom Schild her. Ich glaube, der wurde von diesen Geistern belagert. Und wir haben ihn eigentlich gerettet. Und darum konnte ich ihn auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ansprechen. Denn der hat sich bedankt und damit war's. Dessen Geschichte hier auch abgeschlossen. Jetzt, wie gesagt, wir gehen jetzt ganz zurück. Keine Bange, weit ist der Weg ja glücklicherweise hier nicht. Denn ich nehme an, der Schlüssel führt gleich bei der Arena oben im Durchgang. Und da war hier eine verschlossene Tür. Und ich denke jetzt einfach mal so für mich, da muss doch sicher dieser Schlüssel passen, denn es ist bis jetzt die einzige verschlossene Tür. Kann ich jetzt das Grab mal anschauen? Nee, nicht. Sie ist weg und kommt vermutlich nicht wieder. Hier hatten wir das traurige Ereignis mit unserem Ritter Artorias, der da verabschiedet wurde. Ich hätte vermutlich nicht die Seele geben müssen, nehme ich jetzt einfach mal an. Wenn man sie tötet, bekommt man vielleicht was anderes. Aber ich verehre eigentlich Artorias indirekt. Auch wenn eigentlich ich offensichtlich jetzt der Held bin. Also, ich denke mal, ich bin der Held von der Geschichte her. Richtig, an dieser Tür müsste eigentlich hoffentlich jetzt mit diesem Schlüssel sich öffnen. Ja, genau. Ha. Die Frage ist jetzt, soll ich unten speichern gehen, weil das ein Boss sein könnte? Also der Endboss kann es ja nicht sein, nehme ich jetzt einfach mal an, weil... Oder doch? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Oh! Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bosskampf startet, wenn man hier die Leiter nach oben geht. Uiuiui. Oder doch? Moment mal. Also man kann mit dir reden, das ist schon mal positiv. Du schärfst hier eine Waffe, oder? Du schnitzt Steine?
verstehe dich jetzt noch nicht ganz. Aber der... Ah, der große Bogen könnte natürlich ein Hinweis sein. Ich nehme jetzt mal an, das ist unser Gefangener Gau, heißt er, glaube ich. Soll ich jetzt hier mal... Ich lese einfach mal. Ja, Achtung, Distanzkampf. Ja, logisch mit einem Bogen. Ja, muss ich jetzt tatsächlich... Muss ich mit dem kämpfen? Der hat mir Pfeile hinterlassen. A visitor have we. That must be the one who freed Artorias. An old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Ja, doch, du verkaufst was. Also du bist mir in dem Sinne schon eine Hilfe. Wer bist du denn jetzt genau? Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly. But for every one of them, we lost 60 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At thy twilight, old thoughts return in great waves of nostalgia. Ich werde immer verwirrter. Me? There's very little to be said. What good is a dog with no hares to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Ja, in dem Fall ist es aber doch Gauf. Me? There's what good is but I'm lucky to be alive. Jauche, Küchlein, Heimkehr, Knochen. Prismasteine? Soll ich jetzt hier tatsächlich. Ja, komm. Machen wir das Lager wieder voll. Hallo, Maske! Nötige Seelen 5. Ja, das nehmen wir. Ich habe an denen so Spaß. Danke, Maske. Noch so gerne. Da sage ich mal danke. Jauche, Küchlein. Nee, Heimkehrknochen. Was hättest du denn sonst noch? Große Scherben. Brauche ich. Die kann man ja hier locker farmen. 3800 für eine. Plus. Galfs große Pfeil. 650 ein Pfeil. Benötigt Großbogen. Ich glaube, das funktioniert nicht mal mit meinen. Farewell, human. Lead thy life as thou seest fit. Das ist doch auch ein schöner Wunsch. Das ist mal eine Abschiedsrede. Good morrow. Is the black dragon posing the duress? Oh ja. Oh ja. Hast du nicht mein Let's Play dazu gesehen? Das ist... natürlich. Yes. I thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed. Even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but thy intent is to persevere to the bitter end. Was für eine Frage. Natürlich. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Gauf hunts dragons.
bat was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Ich bin gerade in Erfurt erstarrt. Darf ich dieses Video bitte nochmal sehen? Das ist ja... Himmel, Herrgott, darf ich einen Bogen bei dir bestellen? Ah, hello there. What of Calamite? He is an ancient dragon. Sky would I know. He will not be put down easily. Me? This... What good is it, but I'm... Farewell, human. I await good tidings. Ich bin wirklich tief erschüttert. Hello. He is an ancient dragon. Okay, das kennen wir. In dem Fall verlassen wir ihn. Farewell, human. Nee, den möchte ich nicht als Feind haben. Ha. Ich glaube... Ich nehme jetzt stark an, wir können den Drachen jetzt unten bekämpfen, aber das will ich noch gar nicht. Das ist ja nicht das Geheimnis. Zum Geheimnis ist es, hoffe ich, jetzt nicht so weit. Ich werde auch unterwegs meine Seele abspeichern. Wir kämpfen immer noch mit der neuen Waffe. Ich liebe die einfach vom Aussehen her. Wobei, ich müsste jetzt eigentlich kurz mal... Moment mal, habe ich die an? Nee, die andere habe ich noch nicht. Ich will kurz was probieren. Wo ist sie denn? Genau. Wir haben ja 9 Menschlichkeit und bei der Beschreibung hieß es doch, die eine Waffe würde von der Menschlichkeit profitieren. Jetzt können wir das gleich mal ausprobieren. Und eigentlich... Jo. Jo, machen wir. Ihr fragt euch vermutlich, was ich jetzt vorhabe. Logischerweise bereite ich mich schon langsam aufs Next Game vor. So viele Bosse wird sie kaum noch haben. Und im Next Game werde ich hier die Flakons sicher brauchen. Dementsprechend steigern wir jetzt schon das Leuchtfeuer. Denn diese ausgebauten Leuchtfeuer nehmen wir mit ins nächste Spiel. Und ich empfehle stark, das nach Möglichkeit schon von Anfang an zu starten. Ah, jetzt werde ich schon angegriffen. Hallo? Ich habe noch gar nichts gemacht. Schlecht, schlecht. Soll ich jetzt flüchten? Ich gehe mich mal hier unten verstecken. Da kann er an mir vorbeirennen. Okay, das sind 99. Ja. Also entweder habe ich jetzt nicht den gleichen Angriff genommen, oder... Wieso sind jetzt das 99 gegen 289? Du bist doch das mit S in Geschicklichkeit. Und du bist der mit A in Geschicklichkeit. Also eigentlich müsste doch umgekehrt sein. Es scheint nicht so zu sein, als werde ich angegriffen. Ich glaube, das Leuchtfeuer hat gerade wieder ausgelöst. Nochmal schauen. Ah, schlecht. 238 war jetzt der höchste Wert. Das stimmt doch irgendwas mit der Skalierung nicht. Boah. Okay. Nee, das ist eindeutig besser. Ja. Ich bleibe bei der. Oder habe ich die unterschiedlich ausgebaut? Plus 5, plus 5. Nee, sind beide. Komisch. Und das Leuchtfeuer oben ist immer noch nicht frei. Also ich könnte immer noch angegriffen werden im Moment.
Machen wir uns trotzdem mal auf in Richtung möglichem Geheimnis. Ich weiß ja immer noch nicht, ob es eins ist. Ich hoffe, ich finde den Weg, wie beschrieben. Ah! Schlecht, ganz schlecht. Zum Glück habe ich jetzt genügend Tränke dabei. Ich könnte jetzt eigentlich kurz bei Games for Windows Live schauen, ob ich angegriffen werde, aber das merke ich ja dann von alleine. Ah, du Schuft von hinten. Doch noch erwischen. Das ist nicht schön. Das war... Ich erinnere mich, ich müsste hier nach hinten. Vielleicht ist es euch jetzt schon durch den Kopf geschossen, was ich vorhabe. Da wurde ich das letztes Mal doch angegriffen. Vielleicht auch nicht. Ich hätte eigentlich vor... da gab es eine Systemmitteilung, eine komische mal. Und da habe ich nicht reagiert, weil die Waffe gleichzeitig kaputt ging. Ich war so erstaunt, dass meine Waffe plötzlich kaputt war, dass ich mich auf den Waffenwechsel konzentriert habe, anstatt dieses mögliche Geheimnis zu ergründen. Und ich frage mich gerade, kann ich hier noch angegriffen werden? Lebt hier der Boss hier überhaupt noch? Das war doch hier hinten, wenn ich mich nicht alles täusche. Genau. Oh. Das ging mir zu schnell. Da ist ja sogar noch eine Kristallechse. Die habe ich auch nicht. Jetzt eben hier. Jetzt lärmt doch das hier. Und hier steht doch, es werde Licht. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Mal sehen, ob das stimmt. Also entweder... Es werde Licht, es werde Licht. Hier habe ich doch zwei Sachen, die ich benutzen kann. Nehme ich jetzt einfach an. Oder sind es drei? Nee, du bist ein Talisman. Die Schädellaterne, die gibt ja Licht. Oder... ich war schon richtig. Oder meine Sonnenlichtmade. Die ziehe ich doch immer an, wenn es dunkel ist. Und die gibt ja auch Licht. Na, ziehen wir sie mal an. Passiert nicht. Muss ich denn hier stehen? Ha! Ja! Ich wusste doch das. Ich glaube, die behalte ich gleich an. Was gibt's? Was gibt's hier? Silberanhänger? Okay. Ist ein benutzbarer Gegenstand. Vertreibt Dunkelheit. Nochmal ein Lichtsymbol. In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Er ist ein uralter Schatz aus Analondo und wurde Artorias verliehen, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrunds, besonders in ihrer magischen Form. Waffe ich mich damit? Oh. Bin ich jetzt gebufft? Also Energie kostet es nicht. Und das kann mir enorm wiederholen. Okay. Sehr schön. Dann machen wir das ewige Spiel, das wir auch schon... Moment mal. Nee, das reicht nicht. Das muss ich mit Anlauf rüber. Dann machen wir das, was wir immer machen. Oh. Moment mal. Ich könnte ja das eigentlich hier testen. Okay, jetzt greifst du natürlich im Nahkampf an, du blödes Ding. Komm. Du darfst schießen. Ha! Da kommen die Zauber nicht mehr durch. Oder? Oh, scheiße, ich müsste natürlich schon bereit sein. Boah, schlecht. Versucht und gestorben. Okay. Ich kann das also logischerweise nicht anwenden, wenn ich unterbrochen werde.
Soll ich jetzt... Ich behalte deinen Helm einfach an. Weil ich mag mich erinnern, in dieser Lärm... Ich habe mir das vorgenommen. Dieser Lärm gab es noch an anderer Stelle. Und... Nicht weit davon entfernt gab es sogar noch einen Hinweis. Und jetzt will ich testen, ob das... Ob mich meine Erinnerung da nicht täuscht, oder... Und ob ich das richtig interpretiere. Ah, die Waffe ist also... Ich hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten mit der. Mir macht sie Spaß vom Aussehen her. Der eine Angriff habe ich bis jetzt viel zu wenig noch benutzt. Der ist eigentlich... Der ist aber... Genau, der hier. Doch nicht runterspringen. Okay. Also den Angriff mache ich natürlich weniger. Da bringt mir... Uah. Ich habe vergessen, dass du hier bist. Ah, nochmal hin. Jetzt macht er doch Laufgeräusche. Ach nee, da bleibt stehen. Sehr schön. Ich habe gerade wieder eine Menschlichkeit erhalten. Also der Boss ist in dem Fall eindeutig immer noch am Leben. Denn wir erinnern uns, Menschlichkeit wird es nur dann geben, ab einer gewissen Menge an Gegner, solange der Boss noch lebt. Und weil ich ja eine bekommen habe, heißt das ja logischerweise im Umkehrschluss, hier muss der Boss noch leben. Ah, okay, das hält nicht so lange. Aber so funktioniert es tatsächlich. Aber da muss man ja einen, da muss man ja praktisch schon vorher wissen, dass die angreifen. Weil jetzt unten meine Seelen sind, könnte ich da mit Dauerfeuer eigentlich laufen? Ja, das geht irgendwie aber auch nicht. Nee, das funktioniert aber gar nicht. Nee, funktioniert eindeutig nicht. Ha. Ja. Menschlichkeit weg. macht jetzt nichts. Die eine Echse kann ich noch holen ohne euch. Die lasse ich jetzt bleiben. Gehe stattdessen noch an das andere Geheimnis. Nee. Also, ich nehme jetzt wie gesagt an, es ist ein Geheimnis. Denn, es müsste auch nicht so weit weg sein. Ah, ich hasse das, wenn sie von weit weg springen. Ohne, dass man es sieht. Okay, das ist das Falsche. Das andere Geheimnis wäre nämlich hier. Oder müsste hier sein. Ach, der Lift des Todes. Vorsichtig vor diesem Bossgegner. Das hat mich an eine Episode von World of Warcraft erinnert. Da gibt es doch irgendjemand, der den schlimmsten Bosskampf ever beschreibt. Und das war auch der Lift des Todes. Ist mir gar nicht bewusst geworden, als ich das gesagt habe letztes Mal. Dabei ist es eigentlich mehr oder weniger genau dasselbe. So, komm. Da muss es irgendwo Magier haben. Ah,
Du bist ja ein agiler Kerl. Oder ist er genau über mir? Ach ja, der schießt mir jetzt vermutlich in den Rücken, oder? Ja, da oben ist er, der Mistkröte. Durchrennen oder... Ach, da hinten ist ja nochmal ein Magier. Wow, genau den habe ich gemeint. Raus hier. Das ist jetzt ganz blöd. Auf welche Entfernung die immer schießen können. Ah, habt ihr gesehen? Der Schuss ist jetzt praktisch abgeprallt. Ich stelle mich äußerst ungeschickt an. Ich melde mich zurück, sobald ich wieder hier bin.